Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Jens Kirsten. Wir senden heute die Aufzeichnung einer Gedenkveranstaltung für den im Dezember 2022 verstorbenen Dichter Wulf Kirsten, die wir am 21. Juni 2023 in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek aufgezeichnet haben. Christoph Schmitz-Schodemann spricht mit Pia Elisabeth Leuschner, Eduardo Costa-Dura, Stéphane Michaud, Jan Volker Rönert und Jens Fitjedwars über den Dichter Wulf Kirsten, über seine poetischen Ansätze und seinen dichterischen Kosmos. Jens Fitjedwars stellt am Ende des Gesprächs einen Band mit autobiografischer Prosa von Wulf Kirsten vor, der im Juni 2023 aus dem Nachlass des Schriftstellers unter dem Titel Nachtfahrt im Quartus Verlag Bucher erschienen ist. Im Anschluss an das Gespräch liest Wulf Kirsten die Erzählung Nachtfahrt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde auch dieser Bibliothek, aber vor allem liebe Frau Kirsten, liebe Familie Kirsten, ganz herzlich willkommen in der Anna-Amalia-Bibliothek zu einem Abend zur Erinnerung an und vor allen Dingen aber auch zur Vergegenwärtigung von Wulf Kirsten. Es ist für mich tatsächlich eine ausgesprochene große Freude, dass die Literarische Gesellschaft Thüringen, die Kulturdirektion Weimar und der Thüringer Literaturrat diesen Abend in Kooperation mit der Klassikstiftung und der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek ja in diesem Raum, in diesem Bücherkubus ausrichtet. Und meine Freude möchte ich natürlich auch noch mal ganz kurz erläuternd begründen. Ich muss nicht an die besondere Bindung von Wulf Kirsten an diese Bibliothek und ihre Menschen erinnern. Das darf ich, glaube ich, hier voraussetzen. Aber eine Veranstaltung in diesem Raum zu seinen Ehren realisiert geradezu ein glückliches Paradox. Wulf Kirsten begrüßte mich 2016 in Weimar sehr herzlich, allerdings etwas weniger begeistert zu weiteren öffnenden Maßnahmen im Erdgeschoss unseres Hauses, das ja dazu dienen soll, auch neues Publikum zu unseren Themen ins Haus zu holen. Das ist zu laut. Nun ein Abend zu seinen Ehren in diesem Raum und ich hoffe ganz in seinem Sinne sachlich geboten und in einer zivilisierenden Lautstärke und Tonlage. Voraussichtlich im kommenden Jahr werden wir im nördlichen Teil unseres Studienzentrums, also auf dieser Seite, für alle, die die Räumlichkeiten ein wenig kennen, also vor dem Bereich des Vodafone-Hörsaals, eine Leselounge umsetzen können, ein Raum für Austausch und Lektüre. Hier werden wir versuchen, Einblicke in die fulminante Lyriksammlung Wulf Kirstens zu ermöglichen, auch in eine Sammlung von Jens Kirsten, eine Sammlung lateinamerikanischer Literatur, die in der DDR publiziert wurde. Also die Auflösung der Paradoxie von Gespräche und Lektüre im Erdgeschoss ist weiterhin möglich, allerdings vor allem im ersten Obergeschoss, im Lesesaal oder dann in der Klausur einer Arbeitskabine. Heute Abend aber Gespräche und Lesung zu Ehren von Wulf Kirsten und ich darf nun also zur Einführung und Begrüßung unserer Gäste das Wort Herrn Schmitz-Schodemann übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank auch von hier aus, Herr Dr. Laube, Ihnen für die freundliche Begrüßung und dass wir in diesen heiligen Hallen der Literatur sein dürfen, auch den anderen Mitveranstaltern Gideon Laschert von der Literarischen Gesellschaft und Jens Kirsten und dem Thüringer Literaturrat und Angela Egli von der Stadt Weimar, denn alle diese Institutionen haben Wulf Kirsten sehr viel zu verdanken. Ich glaube, Weimar wäre ohne das halbe Jahrhundert des Wirkens von Wulf Kirsten in dieser Stadt eine andere, und zwar ärmere Stadt. Und es ist schön zu sehen, wenn auch große Institutionen anerkennen, dass sie wirkliches Leben nur durch das Tätige, Unplanbare und manchmal auch Unbequeme schaffen einzelner besonderer Menschen haben. Sehr dankbar sind wir auch, dass Wulf Kirstens Frau Sophia hier ist und Jens Kirsten und Holm Kirsten, die beiden Söhne. Wer Wulf Kirsten war, weiß in Weimar eigentlich jeder. Das habe ich sehr schnell gemerkt, als ich vor 20 Jahren nach Weimar kam. Da gehörte Wulf Kirsten zum Stadtbild. Man traf ihn
vor der Post, vor oder in dieser Bibliothek oder sonst irgendwo in der Stadt oft mit einem Passanten ins Gespräch vertieft. Mir kam es manchmal so vor, als ginge er durch Weimar, wie Sokrates durch Athen ging. Mal mit diesem, mal mit jenem plaudernd, fragend, manchmal auch spöttelnd, Vögel oder Bäume betrachtend, immer aufmerksam, auch im hohen Alter, noch stets zum Sprung und zum kräftigen Fluch bereit, wenn es zum Beispiel darum ging, einem wilden Radfahrer oder einem Straßenköter auszuweichen. Es ist diese liebevolle und vitale Neugier auf die Welt und ihre merkwürdigsten Produkte, nämlich die Menschen, die ihn zu einem Freund des Gesprächs machte. Und das ist auch der Grund, warum es heute und hier keinen langen Vortrag über den Dichter, sondern ein Gespräch gibt. Jeder unserer Gäste hat ein Kirstengedicht mitgebracht und wird es vorlesen und wir werden darüber sprechen. Wir werden praktisch durch die bunten Fensterscheiben der Gedichte auf den Menschen und das Werk schauen. Lyrik schreiben ist ein anstrengendes Vergnügen, Lyrik zu hören auch. Ein echtes Vergnügen wird es vor allem dann, wenn man ein offenes Ohr und ein offenes Herz hat. Denn ein Gedicht ist mehr als das Geschriebene. Zum Gedicht gehört auch seine akustische Verkörperung. Der mündliche Vortrag mit Stimme, Gestik, Intonation und Atmosphäre, das alles ist ja auch Teil des Gedichts. Wolf Kirsten hat mir einmal gesagt, er lerne seine Gedichte erst beim lauten Lesen richtig kennen. Am besten vor Publikum, dann merke er, ob es die beabsichtigte Wirkung haben kann. Manchmal höre er es schon beim Vortrag, manchmal aus dem Beifall oder auch aus der Qualität der Stille, die das Gedicht auslöst und umgibt. Und manches seiner Gedichte, sagte er, bekam seine endgültige Gestalt erst nach mehrmaligem Vorlesen. Also legen wir los. Die Akteure des Abends werden sich gleich einmal kurz in einem Gespräch vorstellen. Ich möchte aber auch sagen, dass wenn wir am Schluss noch ein bisschen Zeit haben, auch aus dem Publikum Hinweise, Bemerkungen, alles willkommen ist. Beginnen möchte ich aber mit unserem Special Guest, der nicht im ausgedruckten Programm steht, aber dafür den weitesten Weg auf sich genommen hat. Er ist heute eigens aus Paris zu uns geeilt. Stéphane Michaud war Literaturprofessor an der Sorbonne, ist ein langjähriger Freund der Familie Kirsten und vor allem ist er Wolf Kirstens Übersetzer ins Französische. Herzlichen Dank Ihnen ganz besonders, Herr Michaud, dass Sie gekommen sind. Neben mir sitzt Pia Elisabeth Leuschner. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und ist heute, hat auch einen ziemlich weiten Weg, aus München gekommen. Sie arbeitet dort im Heiligen Gral der deutschen Lyrik, ja, richtig, im Münchner Lyrikkabinett. Herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Frau Dr. Leuschner. Können Sie uns sagen, wie Sie Wolf Kirsten kennengelernt haben? Zunächst mal vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einladung, liebe Frau Kirsten, lieber Herr Jens Kirsten, lieber Herr Laube, liebe Frau Igli. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute mit Ihnen zusammen Wolf Kirsten hier feiern zu dürfen. Meine erste Begegnung war, er kam zu einer Lesung in die Stiftung Lyrikkabinett in München. Wir unterhalten eine große Lyrikbibliothek mit 70.000 Bänden und richten regelmäßig Veranstaltungen aus. Und er war sehr früh, seit 1989 hat Frau Heusgen das Lyrikkabinett gegründet und die Lesungsaktivität angefangen. Und er war tatsächlich einer der ersten und frühesten Gäste.
Und ich, das ist eine private Stiftung, ne? Das ist eine Stiftung. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Es war zunächst eine Buchhandlung, da begannen schon die Lesungen. Dann war es ein Verein und dann hat Frau Heusgen den Bestand der Buchhandlung dem Verein geschenkt und hat selber eine Stiftung gegründet und hat ein Gebäude dafür auf dem Münchner Universitätsgebiet errichtet. Und wir haben jetzt inzwischen, wir haben 30-Jähriges gefeiert am 2019 und haben über 1500 Lesungen ausgerichtet. Und von denen war, wenn ich richtig, wir richten international, versuchen die gesamte Lyrik zu bespielen, wie sich das eben machen lässt. Und Wulf Kirsten war 7-mal bei uns zu Gast, immer wieder in Abständen. Und mein Erlebnis war, ich glaube, es war 2008, er hatte aus seinen Gedichten gelesen und fragte mich dann am nächsten Tag, ob wir im Münchner Englischen Garten spazieren gehen könnten. Und ich war damals schon begeistert von seinen Gedichten. Und dieser Spaziergang sind die memorabelsten roten Ohren in meinem ganzen Leben. Das heißt, wir gingen los und ich ahnte noch nichts Böses. Und dann kam so die Frage, ob der Dichterfürst Paul Heyse, mit dem er sich in Zeiten seines Lektorats im Aufbauverlag schon, an dem er sich gerieben habe, ob denn der in seinem Antinaturalismus die gesamte Münchner Literaturszene tatsächlich habe prägen können. Denn etwa Franz von Kobell mit seinen mundartlichen bayerischen oder Oberpfälzer Gedichten. Und ob denn die anderen, Hermann Ling zum Beispiel, und ich hatte keine Ahnung. Und während ich noch versuchte, diese ersten roten Ohren zu bewältigen, stürmte er an mir vorbei im Englischen Garten und sagte, ob ich wisse, was das sei. Und ich sagte, ja, eine grüne Pflanze. Und dann fing er mir an zu erklären, den Englischen Garten und dessen Bestand. Und so hat das angefangen. Ich war mortifiziert, aber er hatte die Fähigkeit, einen auch sehr aufzubauen und zu fördern. Und ich habe dann seine Anregungen aufgegriffen und gelesen, was er mir gesagt hat. Und das war der Anfang. Ja, das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, viele von uns können sich das gut vorstellen, dass das so war. Aus Leipzig ist Jan Volker Rönert angereist. Auch dir ein fröhliches und herzliches Willkommen. Du bist in Gera geboren, in der Nähe von Gera. Aufgewachsen. Aufgewachsen, wohnst in Leipzig und bist Professor in Braunschweig. Was kannst du uns zu deiner Beziehung zu Wulf Kirsten sagen? Was hast du von ihm gelernt? Ja, also der Wulf war ein unglaublich begeisterungsfähiger Mensch. Und begeisterungsfähige Menschen haben irgendwie kein Alter in dem Sinne, dass sie nicht wirklich alt werden oder wirken, sondern sie wirken immer jung, auch wenn sie 88 Jahre alt sind. Und ich habe also Wulf vergleichsweise spät kennengelernt, aber dafür auch intensiv. Also seit dem Jahr, ich kann es wirklich zurückdatieren, weil das Jahr war und sogar der Sommer, in dem auch die beiden Türme in New York zum Einsturz gebracht wurden, 2001. Und das habe ich zu verdanken meinem damaligen Jena-Professor Gerhard Kaiser, der die Verbindung zu Wulf Kirsten gestiftet hatte. Ich war so unverfroren gewesen, Gerhard Kaiser einmal Gedichte von mir vorzulegen, die in der Zeitschrift, der Grazer Zeitschrift Manuskripte erschienen waren, zu meiner eigenen Verwunderung. Und der Gerhard hatte sie an Wulf Kirsten weitergeleitet. Und ich dachte mir nichts Böses und nach einem Ausflug in Südfrankreich hatte ich plötzlich in Jena damals, wo ich wohnte, eine Karte im Briefkasten von Wulf Kirsten. Bitte melden, bitte melden. Die Frist für das Jahrbuch der Lyrik erlischt, ja. Er hatte mir seine Telefonnummer noch auf die Postkarte notiert. Das war sicher das Wichtigste, was auf der Postkarte an Inhalt stand. Denn ich rief ihn dann auch sofort an und ein paar Tage später saßen wir, ich glaube hier unterhalb des Wittumspalais in dieser schönen Creperie, wo es die schönen französischen Galettes gibt. Und ich habe
darauf später zufällig auch ein Gedicht geschrieben, das heißt Buchweizentoast, und das ist dann erschienen in dem Band Burgruinen Blues, der letztlich auf diese Begegnung zurückging. Und Wolf war wahrscheinlich so begeistert von meinen Gedichten, dass er mir sogar den Lyrik-Debütpreis am Literarischen Kolloquium in Berlin zugeschrieben hat. Und das war natürlich ein enormer Ansporn für mich, auch es mit dem Schreiben aufzunehmen, es ernst zu nehmen, weiterzumachen. Und über die Jahre eigentlich bis zuletzt, in wechselnder Frequenz, je nachdem, wie es mir oder ihm möglich war, dass man sich auch untereinander sah. Ich wohnte auch eine Zeit lang in Weimar und dieser Ort war natürlich für uns auch zentral. Darüber habe ich das letzte Mal hier, als ich in diesem schönen Sofa saß, auch ein bisschen sprechen können über meine Beziehung zur Anna-Amalia-Bibliothek. Und es ist auch irgendwie ein bisschen verschränkt mit der Freundschaft auch mit Wolf. Und er war eigentlich ein Berater und auch ein poetischer Leuchtturm, an dem man sich abarbeiten konnte. Für mich zumindest war eine Autorität, die ich vorbehaltlos mit seinem Urteil anerkennen konnte, was jetzt nicht heißt, dass ich natürlich die Dinge vielleicht so umsetzte, wie er sie dann gesehen hat. Vielleicht habe ich dann ein Gedicht zurückgestellt oder ich habe aber dann darüber nachgedacht und einerseits natürlich verstanden, warum er aus seinem poetischen System heraus und sicher auch aus seiner jahrelangen Lektoratserfahrung Dinge so gesehen hat. Das hat mir eigentlich immer genützt, ja, und vielleicht auch erkannt, naja, wie sein eigenes Werk funktioniert, vor allem der Bezug zur Landschaft. Das hatte für mich also wirklich eine nachhaltige Wirkung, das sehe ich jetzt zum Teil erst über die Beschäftigung, also mit, ich sage mal, den Geowissenschaften insgesamt, ja, die wahrscheinlich doch wirklich eine sehr, sehr zentrale Bezugsdisziplin seit der Frühromantik für die moderne Literatur sind. Und das hat Wolf auch verkörpert, irgendwie über den Bezug zur Landschaft. Ja. Und das ganze Wissen, was damit zusammenhängt, botanisches Wissen, zoologisches, geologisches Wissen und glaubwürdig verkörpert. Und nicht wie einer, der das Wissen vor sich hertrug, sondern wie einer, der das, was da im Verschwinden ist oder war, was teilweise heute nicht mehr so anzutreffen ist, einfach retten wollte, indem er es ins Wort nahm und fasste die Einzigartigkeit, die Singularität einer bestimmten Landschaft. Und das hat mich wirklich total geprägt, wenn ich das so emphatisch sagen kann. Sagen, hier ist einer, der nicht auf Moden achtet, sondern von Anfang an losgezogen ist, seine Landschaft zu verkörpern. Vielen Dank, Jens Wietje Dwars. Ist auch bei uns. Er kommt aus Jena, ist Philosoph, Schriftsteller, Filmemacher, Publizist und als Herausgeber und Verleger eine der treibenden Kräfte in der Thüringer Literaturszene. Ihm verdanken wir die Zeitschrift Palmbaum und auch das Buch, das er gleich noch vorstellen wird, das vor wenigen Tagen erschienen ist mit nachgelassenen Prosastücken von Wolf Kirsten. Was schätzen Sie am Werk von Wolf Kirsten und an dem Menschen? Wie haben Sie ihn kennengelernt eigentlich? Der Anfang war schwierig. Denn er kann natürlich auch, was für mich immer ein Ehrenwort ist und was ich auch selber über mich gerne höre, ein schwieriger Mensch sein. Sind Sie auch gerne? Bin ich durchaus gern. Also jemand, der nicht zu allem Ja sagt und nicht dann gegenüber Honig ums Maul schmiert, um ihn zu gewinnen. Und deswegen war dann unser Anfang eher etwas schwierig. Darüber werde ich schreiben. Das braucht mehr Worte, um es hier zu sagen. Aber jemand, der ein hohes Gespür für Qualität hatte, von sich selber das verlangt hat, also ein Präzisionsarbeiter der Sprache, und das auch von anderen verlangt hat, beziehungsweise die Schwächen auch erkannt hat, das nicht immer offen gesagt hat, muss man ja auch nicht. Aber über die Jahre entstand dann, also ich mache diese Zeitschrift, die nicht Tannebaum heißt von Thüringen, sondern Palmbaum, die Palme an der Saale. Das jüngste Heft ist diesem wundervollen Thema gewidmet, was ist Reichtum?
Man sollte doch denken, da reißen sich jetzt die Leute und steigen drauf ein. Und ganz Thüringen denkt mal wenigstens eine Stunde über diese Frage nach. Was ist eigentlich Reichtum? Das wäre doch so schön. Aber nicht eine Thüringer Zeitung ist bereit, das auch nur sich anzuschauen und darüber was zu schreiben. Ich verstehe es nicht. Wenn Sie eine Erklärung haben, sagen Sie mir die. Dann sehr, sehr gerne möchten wir natürlich an uns arbeiten, um das zu verbessern. Ja. Und das haben wir getan als Mitwolf. Er war einer der wichtigsten Autoren natürlich für diese Zeitschrift. Und am Ende reichten uns Anrufe, um sehr genau sozusagen Bojen zu setzen, Präzisions Marksteine für das, was zu tun ist, für die Arbeit. Und Arbeit war dann ein Gedichtband, ein kleiner, schmaler, 2014, was ich noch sagen wollte. Daraus werde ich nachher ein Gedicht lesen. Und jetzt eben entstanden der Prosaband. Ich bedauere es von Herzen, das darf ich vielleicht schon vorwegnehmen, dass wir nicht mehr wirklich an dem Text arbeiten konnten, weil dann die Operationen kamen und eigentlich wollten wir danach während der Kur drüber sprechen. Ja, und das kam nicht gleich zustande. Noch zu. Und jetzt möchte ich Eduardo Costa Dura vorstellen. Die meisten kennen ihn, aber er ist geboren in Genua, Professor für französische und italienische Literaturwissenschaft an der Universität Jena. Und ich weiß, dass er etwas glücklich sein muss, weil nämlich sein liebster Fußballverein CFC Genua aufgestiegen ist. Stimmt, ja. Stimmt doch, ne? Ja, absolut. Also, er hat aber auch Gedichte von Wulf Kirsten ins Italienische übersetzt und war mit ihm auch lange gut befreundet. Wie hast du ihn kennengelernt und wie hast du auch seine Poesie aufgenommen? Ja, zuerst mal bedanke ich mich auch sehr für die Einladung und für diese Gelegenheit, die ich habe, meine Verbundenheit mit Wulf zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich mit meiner lieben Frau, die auch da ist, sind wir über Umwege im Jahre 96 hierher gekommen und hier gelandet. Und damals wusste ich schon von Wulf Kirsten, und ich interessiere mich schon seit längerem an der, also nicht nur an französische und italienische Lyrik, sondern auch sehr spezifisch interessiere mich für die deutsche Lyrik und überhaupt Lyrik generell. Und ich hatte schon in den Jahren davor einiges übersetzt für einige italienische Zeitschriften von einigen deutschen Lyrikern, unter anderem Johannes Kühn, mit dem Wulf auch befreundet war. Und aus dem Saarland. Und als ich herkam, hatte ich mir schon vorgenommen, ziemlich schnell mit Wulf Kontakt aufzunehmen, irgendetwas über sein Werk zu machen, also ihn zu lesen, mit ihm in Kontakt zu kommen und ihn zu übersetzen ein bisschen. Und, aber das erste, die erste Gelegenheit bot sich dann im Jahre 97, als die Direktorin einer kleinen mailändischen Zeitschrift, für die ich vieles gemacht habe, also Übersetzungen, aber auch andere Beiträge, mich gebeten hat, doch um einen Beitrag, nach einem Beitrag von mir gefragt hat. Und da kam mir die Idee, Wulf Kirsten zu interviewen. Und da habe ich ihn interviewt und Thema des Interviews war Deutsch sein. Das fand er schwierig. So. Aber wir haben uns sehr intensiv unterhalten und aus einem Teil dieses Interviews haben wir dann, also er hat es dann gegengelesen, ich habe das transkribiert, dann hat er es gegengelesen und dann hat er einen Teil davon nur autorisiert. Das habe ich dann übersetzt und zusammen auch mit einem Brief, in dem er mir erklärte, warum ihn das so viel Unbehagen bereitet hat, mit mir über dieses Thema zu reden. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben auch entdeckt... Darf ich mal unterbrechen? Ja. Kannst du das vielleicht ganz kurz beschreiben, was für ihn Deutschsein war und wie sich das vielleicht vom Italienischsein unterscheidet? Also es ging, vor allem gingen wir aus von diesem berühmten Text von Martin Walser, der an ihm eine deutsche Sprache festmachen wollte und festgemacht hat, die irgendwie
wie soll ich das, zu der man einen in gewisser Weise unverfälschten und auch von der Geschichte nicht präjudizierten Zugang aufbauen konnte. Und gerade das hat ihn aber gestört. Also er auf der einen Seite war er natürlich sehr dankbar Martin Walser gegenüber, dass er ihm dadurch eine solche, ja auch in Westdeutschland zu einer solchen Berühmtheit verholfen hat. Aber auf der anderen Seite hat er ein Problem damit, das Historische auf diese Art und Weise auszublenden. Also jedenfalls so. Das war der Ausgangspunkt unseres Gesprächs und das ist auch typisch, glaube ich, also bezeichnet für ihn und für sein Werk und überhaupt sein Denken, dass das Historische immer im Zentrum ist. Das kann man nicht ausblenden. Das ist sogar eben in der Landschaft auch bis da und erst recht in der Sprache. Ja, und das war die erste, und da haben wir auch entdeckt, gemeinsame Interessen. Ich habe natürlich, wie Frau Leuschner entdeckt, wie viel ich noch nicht entdeckt hatte, vor allem in der deutschen Literatur und also die Unermesslichkeit seines Wissens, nicht nur in diesem Punkt, wurde mir so langsam klar. Aber unter anderem entdeckten wir gemeinsame Vorlieben für südfranzösische Romanciers, wie zum Beispiel Jean Genet, den er Giono ausgesprochen hat, so ein bisschen italienisch, das fand ich schön. Und und dann übersetzte ich einige seiner Gedichte, also dieses Interview ist übrigens im Palmbau erschienen auch. Und dann habe ich einige seiner Gedichte übersetzt für eine italienisch-schweizerische Zeitschrift, alle aus Wettersturz. So, und dann noch später zwei andere oder drei andere Gedichte. Und so kam das zustande. Ja. Und also wenn ich so sagen darf, vielleicht ganz kurz. Also ich, wie du sagst, wie du zu Recht erinnertest, ich bin Genueser und ich bin also am Wasser geboren und in meiner Familie, sowohl mütterlich als väterlicherseits, gibt es eigentlich fast nur Menschen, die irgendwie mit dem Meer zu tun haben oder irgendwie so. Und das Land, das ländliche, das bäuerliche Leben ist bei mir nicht so, also ist ein bisschen fremd. Nur über meinen Vater, der eine Zeit lang auf dem Land gearbeitet hat, war mir das schon, kannte ich da ein bisschen was davon. Aber meine Frau macht sich zu Recht über mich lustig, dass ich kaum irgendwie eine Esche von einer Buche unterscheiden kann. Oder eben, weiß nicht, eine. Und du siehst, dass es ein Baum ist. Ja, eben, ich sehe, dass es ein Baum ist. Aber trotzdem, also ich bin wahrscheinlich zu Wolf gekommen über, einerseits hat mich das sehr interessiert, seine Art und Weise, der hat eben dieses verloren gegangene, was schon zur Sprache gekommen ist, in die Sprache zu bannen. Erfahrungen, die übrigens im Hinterland von Genua ganz ähnlich, aber aus anderen Gründen auch sich ereignet haben. Also das Auslöschen einer Zivilisation, kann man sagen. Also das hat mich, und dann ja, so gewisse Autoren, die für ihn und für mich auch sehr wichtig sind, wie Peter Huchel, dafür, er nennt ihn, glaube ich, ein Gestirn für ihn, indem er so auch so ein nicht einfaches Verhältnis hatte, glaube ich, zu seinem Werk. Für mich ist das vielleicht der wichtigste Dichter des 20. Jahrhunderts, für mich, also unter den Deutschen. Und deswegen, also so fand ich Zugang zu seinem Werk und so kamen wir ins Gespräch. Ja, ja, danke schön. Und jetzt legen wir los mit den Gedichten. Und Jens Wiethjem war's. Hat ein eher spätes Werk mitgebracht und es zeigt, ich sage gar nichts vorweg, Sie haben das Wort, lieber. Ich mache einen ganz, ganz kleinen Vortext. Montag, 1. Juli, Gartenhaus am Stern, im Gras davor gezeichnet, den Vers auf dem Ruhesitz auswendig gelernt, Kofferbett, Schlaf, Papagei im Hof, der Grete ruft, nutzlos die Erfurter Allee gegangen, wo sie nähen lernt, baden. Das ist ein Tagebucheintrag von Kafka aus seiner Weimar-Reise 1912, fast auf den Tag genau, also am 1. Juli. Und was macht Wolf Kirsten daraus? Das hören Sie sofort, durchsichtig. Letzte Reise mit Freund Brod, der schon 9 Bücher vorweisen konnte, während Kafka wohl vorbereitet
zu Goethe unterwegs, die Pilgerfahrt als literarischer Nobody antrat, eine Woche in spartanischer Kammer genächtigt, hoch oben für 2 Mark, in einem Backfisch verschossen, jählings namens Gretchen, eben 16 geworden, das Unterricht nahm im Weißnähen, bei Hochsommerhitze sah Kafka sie leicht gewandet ziehen, die Erfurter Straße hoch, erotisiert von ihrem durchsichtigen Kleid. Und vielleicht ist das ein schöner Anfang, leicht einzusteigen, auch ungewohnt vielleicht für den Wulf Kirsten, den Sie kennen, der doch sonst sehr schwer und ernst daherkam. Ja. Wollen Sie noch was dazu? Oder nein, nein, gibt's gern. Was dazu zu sagen? Also das kann man fast zu jedem Gedicht von Wulf, aber ich wollte einen Satz von ihm zitieren, was für mich... Ja, mach das. Mich interessiert, was wird neu eingebracht, wie geht es weiter oder wird nicht doch nur auf der Stelle getreten, wie wird sprachlich aufgeladen, wie wird der kraftvolle Gestus erreicht. Ja, wie wird sprachlich aufgeladen, wie wird der kraftvolle Gestus erreicht? Da, das sieht man da zum Beispiel sehr schön. Also wie er mit Material umgeht und ja, was für eine Verdichtung dann zustande kommt. Und es gibt ja einen ganzen Ordner, muss man sagen, ja, also eine Kiste, die bei ihm stand im Arbeitszimmer, worauf dann stand Kafka in Weimar. Und daraus ist das dann erwachsen, so knapp, so kurz, so leicht, aber doch auch tatsächlich aufgeladen. Wenn ich vielleicht eins sagen darf, ich habe auch Goethes Erotika herausgegeben und vor allem, wenn ich daraus etwas vorlese, bin ich jedes Mal erstaunt. Es gibt einen Text, Priapus spricht, das ist eines von den römischen Elegien, die ausgesondert wurden. Und wenn Sie jetzt hören, da denke ich immer an Wulf Kirsten, weil es genauso von dem Alten von Weimar aufgeladen wird. Hinten im Winkel des Gartens, da stand ich, der Letzte der Götter, roh gebildet und schlimm, hatte die Zeit mich verletzt. Kirbisranken schmiegten sich auf am veralteten Stamme und schon krachte das Glied unter der Last der Frucht, dürres gereißig neben mir an, dem Winter gewidmet, den ich hasse, denn er schickt mir die Raben aufs Haupt, schändlich mich besudelnd. Der Sommer sendet die Knechte, die sich entladende, frech zeigen das rohe Gesäß, Unflat oben und unten. Ich musste fürchten, Unflat selber zu werden. Der Gestus ist sehr verwandt. Merkwürdig, nicht wahr? Ja, das hätte Wulf, denke ich, gut gefallen, dass man Goethe ihm sozusagen durch die Hintertür hier einschmuggelt und nicht den klassischen Goethe mit ihm assoziiert, sondern ganz andere Verwandtschaften, die auch wieder sozusagen auf dieses subtile Wissen, subkutane Wissen, man möchte fast sagen Underground-Wissen, ja, was die Pia vorhin sagte, auch von der Münchner Literaturszene vor dem Ersten Weltkrieg oder vor 1900 sogar, ne, die Namen, die mir zum Teil auch nicht so viel sagten. Ja, und da sieht man, was er eben für ein Wissen mit sich herumgetragen hat. Und er hat auch keine Scheu gehabt, das nicht nur im Gedicht auszustellen, sondern eben dann eben auch seinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu präsentieren, in dem Wissen oder auch nicht in dem Wissen, es war ihm, glaube ich, egal, dass sie da gar nicht mithalten konnten. Ja, aber man ging immer bereichert daraus hervor und man merkt natürlich, was in dieser Konkretheit, gerade in dem Kafka-Gedicht, was da für ein Ordner drinnen steckt. Ne? Er muss das ja recherchiert haben erstmal und trotzdem bleibt es ein irgendwie auch offenes Gedicht. Also, dass man mit seinem Kafka-Bild jetzt noch einmal schauen kann, wie passt sich das ein, ne? In das, was ich über Kafka bislang weiß. Und möglicherweise ist es auch noch mal ein Hinweis, es gibt ja literaturwissenschaftliche Studien auch über seinen Weimar-Aufenthalt und verschiedene Kommentare zu seinem Hiersein in Weimar, möglicherweise ersetzt es die auch, ja, dieses Gedicht. Das ist auf jeden Fall vergnüglicher wahrscheinlich. Ne? Ich sehe jemanden im Publikum, der sieht so aus, als könnte er was dazu sagen. Es gibt ja ein Konvolut, eine Sammlung, die hat mir Wulf Kirsten vor einem Jahr übergeben. Und da waren die vielen
Hinweise, Notizen und Erzählungen zu dem Aufenthalt Kafkas sehr ungeordnet und in einer ungeheuren Menge vorhanden. Das sind also zwei Kisten gewesen, Ordner, also jetzt sind es Ordner, die ich daraus gemacht habe. Ich habe es dann auch mit Einverständnis von Wulf Kirsten weitergegeben an Michael Knoche, der jetzt nochmal drüber schaut, ob wir da noch etwas rausholen können aus diesem Konvolut. Aber er war eben, und das wollte ich nur ergänzen, sehr präzise. Es ging ihm am Ende manchmal gar nicht mehr so sehr um Kafka und Brot in Weimar, sondern Margarete. Ja, deswegen ist die ja auch in dem Gedicht drin. Margarete war der Stern und er hat Verwandte noch gefunden in Ehringsdorf und Gräber und alles. Also das ist, und er hat sich bemüht, diese Gräber unter Schutz zu stellen. Und er hat mich damals auf die Spur gesetzt und wir haben es noch zur DDR-Zeit fertiggebracht, dass das Grab von Margarete Kirchner auf dem Friedhof tatsächlich einen dieser Steine bekam, also dass die Stadt die Verantwortung für dieses Grab übernimmt. Aber das hat nicht gehalten. Kurz hinter dem Staffenhagen-Grab war das. Und ich habe mal einen Portugiesen, Amerikaner und auch mal einen Franzosen an dieses Grab geführt, weil Margarete Kirchner hat auch sonst in dem Werk Kafkas Spuren hinterlassen. Die ganze Geschichte Kafka und Margarete war nur peinlich in Weimar. Und Brot hat gesagt, nie wieder mit dem Kafka verreisen. Ja, interessant, was hinter 15 Zeilen für eine Arbeit und für auch eine Verbindung mit dem Leben, mit der Realität steht. Das ist schon beachtlich. Darf ich noch eine Winzigkeit nur? Ich möchte es gerne in den Abend geben zum Überlegen und jeder möge es dann selber nachschlagen. Es endet ja mit dem Wort erotisiert. Ich muss gestehen, wir haben dann ein Gespräch darüber geführt, als wir das in dem Gedichtband aufgenommen haben. Mir war das dann schon zu vordergründig, weil es ist ja klar, dass es erotisch aufgeladen ist. Und das Wort erotisiert fand ich dann schon ein Schuss. Ich bat ihn also zu überlegen, ob man da ein anderes findet. Und jetzt bitte ich einfach das Auditorium zu überlegen, was könnten seine Beweggründe gewesen sein, dieses Wort dorthin zu stellen. Wir werden darüber nachdenken, lieber Jens Fietjet. Was? Jetzt möchte ich mich Frau Dr. Leuschner zuwenden. Sie haben ein ganz frühes Gedicht ausgesucht. Bitte. Ja. Das ist das Gedicht Satzanfang am Beginn seiner allerersten Sammlung. Sie werden es kennen. Den Winterschlaf abtun, die Wunschsätze verwandeln. Saataufgang heißt mein Satzanfang. Die Entwürfe in Grün überflügeln meiner Wortfelder langsamen Wuchs. Im Überschwang sich erkühnen zu trigonometrischer Interpunktion. Ans Licht bringen die Biografien aller sagbaren Dinge eines Erdstrichs zwischenein. Inständig benennen die Leute vom Dorf ihre Ausdauer, ihre Werktagsgeduld. Aus Wortfiguren Standbilder setzen einer Dynastie von Feldbestellern ohne Resonanznamen. Den Redefluss hinab im Widerschein der hafergelben Flanken meines gelobten Lands, seine raue, rissige Erde nehme ich ins Wort. Und ich muss sagen, dies ist ein Gedicht, das ich so mit den Eingeweiden lieb habe, dass die Bewegtheit sich auch offenbar zeigt. Und ich habe es aus drei Gründen so lieb, weil sehr wesentliche Punkte von Wulf in meinem Verständnis darin liegen. Ich würde sie zusammenfassen in Enthusiasmus, Erdung und Ethos. Enthusiasmus, wenn Sie den Beginn dieses Gedichts, was für eine unglaubliche Aufwärtsbewegung da entsteht. Saataufgang, im Überschwang sich erkühnen, überflügeln. Und das ist eine ganze Symphonie von Ü-Lauten, eine Frühlingssymphonie, die da anfängt. Das heißt, Wulf war ein grandios Preisender und dazu gehört, dass er ein ebenso hinreißend Schimpfender war. Also er ist als Schimpfender ebenso gut wie als Preisender. Das, die Erdung ist die enge Verschwisterung von Landschaft und Sprache, die man speziell an diesem Gedicht beobachten kann. Das geht von der Lautgleichheit von Saataufgang, das ist ein agrarischer Fachbegriff. Wenn Sie das googeln, kommen Sie auf lauter agrarische Fachseiten und Satzanfang als Anheben. Oder aber noch ein weiteres Beispiel, die Wortfelder
Das ist ein sprachwissenschaftlicher Fachbegriff für bedeutungsverwandte oder ähnliche Wörter. Aber hier im Kontext der Landschaftsszenerie sind das natürlich auch wirkliche Felder, die man da vor Augen sieht. Und Ähnliches gilt für den Redefluss. Der Redefluss ist schon seit der Antike eine Metapher für die poetisch inspirierte Rede. Das hat Horaz über Pindar gesagt. Und er fährt aber hier, der Dichter fährt auf seinem eigenen Redefluss, nämlich der Elbe dann zwischen den hafergelben Flanken, seines gelobten Landes, auch das ist nicht das verheißene Land des Volkes Israel, sondern das ist das Land, das Wulfkirsten selber lobt. Und Ethos, das Eintreten für die sterbende bäuerliche Realität, wie er insgesamt immer eingetreten ist für die Entrechteten, von der Geschichte Übergangenen. Und eine Winzigkeit, wunderschön, ist das inständig Benennen, weil es ist einerseits mit dem ganzen Herzen benennen, und andererseits inständig, in der Landschaft stehend, in der Gemeinschaft stehend. Und das war ihm ganz wichtig, inständig zu sein. Und als letztes dann, wenn der Aufschwung langsam zurückgebogen wird, also es heißt am Anfang auf, da geht alles in die Höhe, und dann den Redefluss hinab im Widerschein, wobei in dem Widerschein, der ist auch eine poetologische Metapher, am farbigen Abglanz haben wir das Leben, würde Goethe gesagt haben, das heißt wieder gespiegelt. Und den Schluss, das geht um das gelobte Land, seine raue, rissige Erde nehme ich ins Wort. Das ist so schön, weil es sind drei oder vielleicht noch mehr sprichwörtliche Wendungen in eine geblendet. Man kann jemanden beim Wort nehmen, wenn man ihn auf etwas verpflichtet. Man kann etwas in den Mund nehmen und man kann jemanden ins Gebet nehmen. Und wenn Sie aber hier seine raue, rissige Erde, wenn Sie das sprechen, dann haben Sie den Eindruck, Sie beißen da rein. Also man beißt so in diese, und man spürt das in der eigenen Mundhöhle, das raue und rissige. Und da liegt die ganze Sinnlichkeit, die ungeheure Sinnlichkeit des Dichters Wulfkirsten in dem Gedicht. Also ich bin verloren, ich liebe das. Dem kann man, glaube ich, nicht mehr irgendwas hinzufügen, oder? Leider habe ich nicht so gut ein Gedächtnis wie Sie, Frau Reuschner. Aber es gibt diese wunderbare Zeile, wo er von diesen Standbildern spricht. Also, aus Wortfiguren Standbilder setzen. Ja. Mhm. Das ist, ich hab in den letzten Wochen auch dieses Gedicht nochmal gelesen und ich, auch nachdem Sie das. Und ich war verblüfft, wie eigentlich in diesem Gedicht ist das ganze Werk von Wulfstein. Es ist das ganze Programm vorgezeichnet. Das ist unfassbar. Wobei ich auch gestehen muss, da gibt es einen Vers drin, den verstehe ich nicht, seit 20 Jahren nicht, die trigonometrische Interpunktion. Ja, das ist das. Ja. Weiß das jemand? Naja, es gibt ja ein späteres Gedicht von ihm. Ja. Dass er in Bergen-Enkheim geschrieben hat, im Jahr 2000, such den Punkt, der dich trägt. Das ist der Schluss dieses Gedichtes, Standort heißt das Gedicht. Und das könnte man vielleicht nochmal in Beziehung setzen, auch zu diesem Punkt. Ich meine, trigonometrischer Punkt ist ein Vermessungspunkt in der Landschaft. Ja. Also Gauss hat über ganz Deutschland, das damalige Deutschland, so Punkte gelegt, auch so ein Netz. Findet man, ich weiß jetzt nicht, wo hier in Weimar der nächste ist, und da kann man eben auch dann sehen, wie die modernen Vermessungswissenschaften. Das ist die Arbeit der Geodäten. Genau. Wir haben hier jemanden, der, glaube ich, eine konkrete Auskunft geben kann. Ein berühmtes Gedicht von Günter Eich, der die trigonometrische Punkt, darauf könnte sich das beziehen. Das ist eine gute Idee. Ja. Und das, was Sie sagt, mit dem immer zu benennen, das ist ja Bobrowski, das berühmte Bobrowski-Gedicht immer zu benennen. Also es sind so zwei Anklänge auch an seine poetischen Vorbilder, wozu er sich ja auch bekannt hat. Also Bobrowski und Günter Eich. Und das, weil Sie sagten, also sein gesamtes poetisches Programm steckt tatsächlich in diesem Gedicht. Ja, es ist so, dass er, das hat er reformuliert, auch in dem Nachwort zu Satzanfang. Und wenn man das Nachwort liest, dann denkt man, das ist ja schön, wie du das da sagst, aber jetzt löst das mal ein. Und wenn man dann das Gedicht anschaut, das löst es tatsächlich ein. Es ist unglaublich, wie er es tatsächlich verwandeln kann.
Und was zum Beispiel auch sehr typisch für Wolf ist, auch für sein Ethos, ist, dass das Ich erst ganz am Schluss auftritt. Es ist der allerletzte Vers. Er stellt immer erst die Welt oder die Wahrnehmung hin und dann überlegt er, was hat das mit mir zu tun? Und das ist eine sehr charakteristische Bescheidenheit. Und deswegen wäre ich mit dem trigonometrischen Punkt völlig schief gelegen. Ich hätte gedacht, es geht immer um Dreiecke. Also ich, Sprache, die Welt oder ich, Gemeinschaft, Sprache. Also ja. Eine Kleinigkeit noch, eine Winzigkeit. Es ist natürlich eine rationale Sinnlichkeit. Es ist eine andere als bei Villon oder bei Hilbig dann später. Ne? Es ist eine, die ganz spröde und trocken ist. Mhm. Ja? Also im Wein, es ist ein sehr, sehr trockener Wein. Und das ist aber sehr schön und es ist gut. Aber es gehört zur Eigenart mit dazu, dass sie eben so spröde ist und auch so streng rationalisiert und rationell ist. Na, ich weiß nicht, ob sie nur rationell ist. Sie ist sehr, sehr konkret. Aber die kann auch sehr synästhetisch sein. Da können schon viele verschiedene Bewusstseinsebenen zusammenkommen. Und insofern bin mir gar nicht sicher, ob diese Unterscheidung irrational oder rational so... Für irrational für ihn spreche ich ja nicht. Okay. Aber was ich noch sagen wollte, um auf den Band anzuspielen, den Sie gemacht haben mit Wolf Kirsten, die Autobiografie, also die letzten Texte, die jetzt quasi heute ihre Premiere erleben. Ich durfte heute Mittag schon von Jens Kirsten den Band bekommen und konnte einen Blick reinwerfen. Ein erstaunlicher Bogen zu diesem Gedicht, also erstaunliche Verwandtschaften, genau zum allerersten Gedicht, das er freigegeben hat, gewissermaßen, werden für mich hier wieder sichtbar, nach dem, was ich jetzt so im Überfliegen nur gesehen habe, wie er wieder zurückkehrt mit seinen allerletzten Texten an genau diese Orte, die im Satz anfangen. Okay. Eduardo? Vielleicht zu diesem Text was apropos Satzanfang, die Leute vom Dorf, ihre Ausdauer, ihre Werktätigkeit. Genau das. Und ich habe dieses Gedicht ins Italienisch übersetzt. Das ist ein Gedicht, was ich besonders mag. Ja. Früher, ja früher, mein Freund, als jeder Baum winters mit gelben Zöpfen Stroh gebändert, ganz allein gefascht, Fanggürtel sauber gepinselt in Handarbeit, am Dorfrand standen die Kirschpflückerbuden. Federleicht musste die Leiter sein und endlos lang. Die letzte Spille schwingend und schwindelerregend gelehnt. Akrobat, schön, ohne Zuschauer. Freischwebend in himmlischen Räumen, nahezu jedenfalls. Wehe, wenn der Ast nicht hielt, was sich der Überflieger von ihm versprochen. Oswin. Mann aus dem Armenhaus hackte die Gräben aus, ränderte Wege mit Augenmaß zum Dorfe hinaus bis zur Chaussee, schob seine Karete vor sich her, lehnte alle drei Leitern, auf die ich stieg, mitten hinein und hinauf in den überschäumenden Herbst, der uns mit Früchten aus vollen Händen bewarf. Oswin, nicht ein einziger Baum war sein eigen. Mann aus dem Armenhaus, Karre geschoben, Hacke geschwungen, Herbst und Herbst Leitern gelehnt, tausend und eine gespießt und gesteilt, nie einen Aufstieg gescheut in den höchsten der Bäume, bei tausend und zwei traf ihn der Tod hoch oben. Oswin samt Leiter aus dem Leben gestürzt, kein Pflücker in Sicht, der dir nachsteigen möchte ins hohe Geäst, alles Fleisch wird Gras. Am Wegrand die Bäume, wie sie vergehen in einer Litanei aus verlorenen Sätzen. Ja, es ist ein großartiger Text. Und wie gesagt, das sehr schön, also anschließend Satzanfang über Jahre hinweg. Ja, dieses Gedicht hat mich, wie gesagt, gleich gefesselt. Warum? Es ist eines jener Gedichte, in denen Wolf eine reale Figur, ein Werktätiger, aus dem Dorf porträtiert und wieder aufleben lässt, nicht wie in vielen anderen seiner Texte dieser Art einen berühmten Künstler oder Dichter. Es gibt nämlich auch eine ganze Anzahl von Texten von Wolf, zum Beispiel über Silbermann, über Jakob van Hoddis, über Kafka, so ganz
sondern eben ein ganz gewöhnlicher Mensch, allerdings in seiner unverwechselbaren Eigenart und Eigentümlichkeit porträtiert. Und dieses Gedicht hat mich stark an einem der Meisterwerke der nordamerikanischen Lyrik erinnert, nämlich an Edgar Lee Masters Spoon River Anthology. Großartige Meisterwerk, eine Sammlung von fiktionalen, aber auf unerhört eindringliche Art authentischen Grabinschriften, in welchen jeweils ein Toter oder eine Tote seine oder ihre Geschichte erzählt, gegebenenfalls den Leser wie einen vorbeischreitenden Friedhofsbesucher anspricht. Ja. Und Oswin, der Obstpflücker, also der Kirschpflücker, da kann man auch vorstellen, so Äpfelpflücker und Baumkletterer des Dorfs, ist eine solche Figur aus Wolfs Kliphauser oder Miltitzer Anthology, ja, könnte man sagen. Eben ein Mann aus dem Armenhaus, der sein ganzes Leben lang mit Beharrlichkeit, Hingabe gearbeitet hat und auch mit großem Geschick, ja, einige Aufgaben und Arbeiten verrichtet hat, die nur er so beherrschte. Auf die Obstbäume klettern, aber auch Gräben aushacken, Wege rendern und so weiter. Und das definiert diesen Oswin. Nicht nur das, er hat den Dichter, und das finde ich auch, also in diesem Gedicht ist das Ich in der Mitte, als er noch jung war, offenbar ein Knabe, mit auf seine Baumbesteigung genommen, mitten hinein und hinauf in den überschäumenden Herbst. Und ja, in diesem großartigen, finde ich, Bild und in himmlischen Räumen. Und es waren also Himmelfahrten in gewisser Weise für Oswin und auch für den Dichter. Und also, das heißt, das finde ich großartig in diesem Text, auch wie eine Beziehung so skizziert wird zwischen diesem Oswin und sagen wir Wolf, dem lyrischen Ich, aber ich nenne mal gerne. Also, er ist auch so als Schüler von Oswin, er lernt von ihm hochzusteigen. Ja. Das auch, also das ist etwas auch, was eng mit der Poesie zu tun hat, das Hochsteigen. Die Elevation würden romantische Dichter aus Frankreich sagen, Lamartine, Baudelaire. Ja. Und bis eines Tages eben eine solche Himmelfahrt mit einem tödlichen Sturz endete. Der Schluss des Gedichts ist elegisch, finde ich, und führt Landschaft und Gedicht in einer wunderbaren, stringenten Engführung zusammen. Oswin hat keine Nachfolger. Er, der Mann aus dem Armenhaus, war einzigartig und unersetzlich. Und ja, was bleibt, ist eine Baumzeile. Und eben, da haben wir wieder so ein Wort wie diese wunderbaren Wörter, die Frau Leuschner gerade wunderbar interpretiert hat. Also eine Baumzeile, die beim Verlassen des Dorfs, kann man sich vorstellen, oder in der Erinnerung vergeht, eben wie ein Satz. Ja, mhm. Ja, das ist toll. Ja, ja, das ist, Dankeschön. Ja. Dankeschön. Und das Schöne ist, man kann hier auch sehen, die Feldbesteller ohne Resonanznamen, die bleiben im Satzanfang tatsächlich ohne Namen. Und hier bekommt er eben einen Namen und dadurch wird er Figur. Und Wolf war einer der Dichter, die sehr genau wussten, was passiert, wenn man einen Namen ins Gedicht hineinschreibt. Also bei Kafka integriert man sozusagen Wissen, also man integriert einen Kontext und hier kann man eben der Anonymität entreißen und charakterisieren und ein Denkmal setzen. Ja. Und was ich also an dem Gedicht auch toll finde, ist, zunächst wird es breit ausgeführt, also hackte die Gräben aus, renderte Wege mit Augenmaß zum Dorfe hinaus bis zur Chaussee, schob seine Karette und so weiter, lehnte alle drei Leitern und dann kommt es hinterher, Karre geschoben, Hacke geschwungen, Herbst um Herbst, Leitern gelehnt, das heißt, das wiederholt sich immer und dann wird es teleskopiert in den Moment von 1002, wo er stirbt. Also das ist einfach, wie das gemacht ist. Das ist großartig. Ja, absolut. Ich würde jetzt gerne unseren Ehrengast bitten, Stefan Michaud. Er wird an das Pult treten. Ich finde das ganz toll, diese Gedichte von Wolf Kirsten ins Französische zu bringen. Das kann man sich so ohne weiteres gar nicht vorstellen, dass das gehen kann. genau. Und Sie haben das aber geschafft und du machst das seit 20 Jahren, 15 Jahren.
So ungefähr, ja. Ungefähr, erzähl. Ja. Recht, Stefan recht, Michaud. Recht vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Und nun darf ich Sie auch wirklich im Namen der französischen Herausgeber entweder von Zeitschriften, und ich meine da die Zeitschrift Europe und auch die Zeitschrift Poesie, beide Zeitschriften, die einzig und allein der Dichtung gewidmet sind, und auch bei dem Verleger aus Genf, La Dogana, Florian Rodari, wurde ich von allen diesen dreien Herausgebern ausdrücklich gebeten, Sie herzlich zu begrüßen, weil eben Frankreich darauf großen Wert legt, dass das Werk von Wulf Kirsten aktuell bleibt und weiter gelesen wird. Durch meine Stimme möchte ich den Anklang der Mitbürger und der wichtigen Autoren, die in der Literatur wirklich etwas schaffen, da möchte ich diese Stimme zum Ausdruck bringen. Als dankbarer Teilnehmer an der freundlichen Runde zum Thema Wulf Kirsten entweder interpretieren oder in fremde Sprachen übertragen, bitte ich um die Erlaubnis, etwas vom gemeinsamen Muster abzuweichen und mit einem der späten Gedichte Wulfs meinen Anfang zu nehmen. Ich lese aus unstreitig Erinnerungen autobiografisch grundiert die 13 letzten Zeilen vor. Der nüchternen Feststellung des Lyrikers, er stoße aufgrund seines fortgeschrittenen Alters bei seinem Frankfurter Verleger und der Presse auf geringeres Entgegenkommen als früher, folgt im Gegenzug dazu die freie Äußerung seiner Freude über die erfolgreiche Bemühung seines Übersetzers, ihn in Frankreich einzugemeinden. Nun längst generativen Umbrüchen zum Opfer gefallen, aussortiert, wäre nicht einer, der mich in Frankreich einzugemeinden sucht, Gedicht um Gedicht, vive la France. Wer nur wollte mir einreden, der liebe Gott sei längst auf der Flucht. Wohin? Um zu entkommen von einer Einsamkeit in die nächste, weltischer Weglosigkeit eingebläut. Selbst vergessenes Geplätscher, Geplänkel, immerhin gewissermaßen. Um Sie mit dem Klang, um dem Rhythmus der französischen Sprache anzufreunden, bringe ich nun die französische Übertragung, wie sie demnächst in der Pariser literarischen Zeitschrift Europe veröffentlicht wird. Voici désormais longtemps que sous l'effet de l'âge, j'aurais dû être mis, j'aurais été mis sur la touche, sans la tentative d'un Français pour m'intégrer à sa communauté, poème après poème, vive la France. Qui donc voudrait me faire croire que le bon Dieu aurait de longue date quitté le pays de Cocagne, ou, si échappé à une solitude, s'est tombé dans une autre, les forêts m'assènent-on, ne mènent à rien. J'hésite, je flotte, en partie indécis. Ein schlichter Wunsch von Wulf Kirsten, als die Poesie als Kunst der Entgrenzung, als kreative Sprache, gar als Weltsprache versteht, geht mit der Eingemeindung in die französische Lyrik in Erfüllung. Unter der Schirmherrschaft dreier führender französischer Lyriker, Yves Bonnefoy, Michel de Guy und Philippe Jacotet,
die alle ihm ein Gedicht zu seinem 80. Geburtstag schenkten, nimmt er in der Entwicklung der französischen Dichtung nach Baudelaire, Rimbaud und Apollinaire Platz. Wolffs Freude über diese Aufnahme blieb zunächst privat in einem Brief vom Juni 2010. 11 Jahre später bekennt er sich offen zu ihr im eben vorgelesenen Gedicht. Ergreifend ist die Antwort Kirstens auf die poetische Einbürgerung in Frankreich. Er, der wie kaum ein Zweiter in der deutschen Lyrik eingebettet und zutiefst sowohl in der deutschen Sprache als auch in der obersächsischen und sorbischen Mundart verwurzelt ist, schreckt nicht vor dem Versuch zurück, in der französischen Sprache, die er weder lernen noch studieren durfte und daher noch bruchhaft beherrscht, Fuß zu fassen. Ein bewegendes Zeugnis dafür liefert ein Brief aus jüngst vergangener Zeit. Darin hebt er im Rückblick auf seine langwierige Bildung zum Lyriker hervor, er wolle als Element eine gediegene Frankophonie einbauen. Und diese Worte sind von ihm. Dabei bezieht sich Wolff auf die 3 Sommeraufenthalte, die er im provenzalischen Dorf Ségurey und weit vom Mont Ventoux als Gast eines westdeutschen Freundes verbrachte. Als Zeugnis für die Nähe zu Frankreich erscheint im vorgelesenen Gedicht der Ausruf Vive la France. Ein paar französische Worte sind auf diesem Wege in das bunte sprachliche Mosaik seiner Lyrik gelangt. Ich bitte herzlich um Entschuldigung oder um Verständnis dafür, dass ich gerade einen Sonderweg ging. Es lag mir aber am Herzen, mit Ihnen zusammen, liebe Freunde, mit dem Ausdruck meiner Dankbarkeit für die mir unermüdlich vom Dichter zuteil gewordene Hilfe bei der Übertragung einen Schritt tiefer ins Verständnis seines Œuvres einzudringen. Frankreich als geheime Ader seiner Lyrik zu feiern, wäre zu kurz gegriffen. Seine schöpferische Kraft darf in volles Licht gestellt werden. Eine gediegene Frankophonie schwebte ihm vor. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter über dieses sprechen wollen oder ob wir zu dem Gedicht von Jan Rönert kommen. Ja. Wir können ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen. Ja, aber dieses Wort gediegene Frankophonie ist schon witzig. Ne? Gediegene Frankophonie, das werden wir uns merken. Schon rätselhaft zum Teil. Ja. Wie kann man das übersetzen? Sein Ausdruck, ja, diese gediegene Frankophonie einbauen. Also ich finde den Ausdruck wirklich ganz, soll ich sagen, unerwartet, aber so voll von Bedeutung, dass man das eben bei einem solchen sächsischen Dichter nicht unbedingt erwartet hätte. Nicht unbedingt. Ja. Lieber Jan Rönert, das Thema Ihres Gedichts ist wieder ein sehr sommerliches. Wenn ich es richtig sehe, geht es nicht um Schwalben, dafür aber um die oft mit Schwalben verwechselten Mauersegler. Ja, also vordergründig, denn das Gedicht heißt Mauersegler.
Aber es geht vielleicht doch auch wieder um eine gediegene Frankophonie oder vielleicht auch um eine Sprache, die alle unsere menschlichen Idiome übersteigt. Denn die Vögel, die kann man auch noch im Zentrum von Paris beobachten im Sommer oder in allen anderen europäischen Hauptstädten und Nebenstädten sowieso, auf dem Land weniger, wo dann die Schwalben zu finden sind. Aber es ist nicht nur ein Ausreißer, es ist auch ein Gedicht, was schon in dem Band zu seinem 80. zu finden gewesen ist. Und ich jetzt noch mehr dazu sage, lese ich es einfach erst mal vor. Mauersegler, wo nur bleiben die Himmelsbewohner mit ihren Schreien der Lebenslust, schrillem Schrie, 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 erst spät im April zu sehen, die Vorhut der gefiederten Akrobaten, stromlinienförmig gestylt, lebendige Pfeile getragen von gesichelten Flügeln, Darsteller gesteigerter Szenen, tollkühner Kapriolen in waghalsiger Rasanz zu bewundern, in eleganten Schwüngen ziehen sie bis in unsichtbare Höhen hinauf, zu schwarzen Punkten verwinsicht, schweben sie wetterflüchtig, taglang über den Wolken, heißt es, mitunter den Mond umkreisend, den Vollmond umkreisend, dies sah ich mit eigenen Augen, ehe sie im Sturzflug durch den Abend huschten, gleich Fledermäusen, Flugspiele im Pulk, atemberaubend, Gespräche am Block oder reden sie nur mit sich selbst, einverstanden, schwebend am Leben zu sein, dem kurzen Sommer lauthals Stimme geben, den Himmel beleben, bis Abend für Abend die Dunkelheit sie jählings einhalten heißt. Es ist ein großes Gedicht, finde ich. Und es ist schwer zu sagen, wo man eigentlich anfängt. Also die Pia hat das vorhin an dem Satzanfang sehr schön gesagt, die vielen Dimensionen, die sich aus dem konkreten Nachgehen der einzelnen verdichteten Wortgruppen und Enjambements, die es hier gibt, die also diesen Flug auch irgendwie darstellen in diesem Block. Ja, er spricht hier en bloc und tatsächlich sind seine Gedichte, vor allem auch die späteren, Blöcke auch, das muss man auch sagen. Nun scheint dieser Block natürlich etwas zu sein, was zumindest auf der Seite aber dem... Kein Blogger. B-L-O-C, ja, ja. En bloc, also gediegene Frankophonie, französische Redewendung. Und solche Redewendungen gibt es übrigens sehr viele bei Wolf, die eben dieses Französische, was also spätestens seit der napoleonischen Zeit in unserem obersächsischen Raum im Umlauf ist, in der Region. Ich kenne das auch von meinen Großeltern oder Eltern noch, die eigentlich kein Französisch weiter gesprochen haben, aber all diese Begriffe, die bei Wolf auch vorkommen, auch im Ländlichen einfach verbreitet sind, diese französischen Begriffe. Es ist auch Teil dieser gediegenen Frankophonie. Aber bevor ich vielleicht zu dem Anatomischen nochmal komme, auch und was der Mauersegler auch mit Weimar, es gibt nämlich auch eine Widmung hier zu tun hat, vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Bezug, das ist nämlich was für Dichtung generell gilt, die Zwiesprache mit anderen Dichtern, anderen Sprachen und vor allem der lyrischen Tradition und hier auch eben seine eigene Stimme zu finden. Es gibt von Rilke die fünfte Duineser Elegie, die ja bei Hertha König unter dem Bild der Saltimbanque, der Seiltänzer von Picasso, geschrieben hat. Die fangen... Das ist ein Gedicht, das immer wieder versucht anzufangen mit Fragewörtern. Wer aber sind sie, sag mir die Fahrenden, so geht die fünfte Elegie los. Und dann in der Mitte heißt es, gegen Ende, wo, oh wo ist der Ort, ich trage ihn im Herzen, wo sie noch lange nicht konnten. Bei Wolf heißt es, wo nur bleiben die Himmelsbewohner. Und dann gegen Schluss gibt es eine ganz große Stelle bei Rilke, Engel, es wäre ein Platz, den wir nicht wissen. Und dorten auf unsäglichem Teppich zeigten die Liebenden dies hier bis zum Können nie bringen, ihre kühnen
hohen Figuren des Herzschwungs, ihre Türme aus Lust. Das sind alles Begriffe, Schwung, kühn, hoch, Türme aus Lust, die wiederkehren bei Wolf, aber verwandelt in seine eigene lyrische Sprache, in sein eigenes lyrisches Idiom, sodass es, um das Gedicht zu genießen, die Mauersegler, erstmal gar nicht nötig ist, die fünfte Duineser Elegie zu kennen oder herbeizubemühen. Es gibt auch noch andere Kontexte. Oh, einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen, dieser Hölderlin-Vers steckt natürlich am Ende auch mit drin und ganz andere Bezüge, die wir vielleicht, die ich also auch nicht alle kenne. Natürlich, um nochmal sozusagen, was Sie rational nennen, was ich konkret nennen würde, auch das anatomische Wissen. Also die Mauersegler sind eigentlich Bergbewohner gewesen. Also die Schwalben sind eher Teil einer agrarischen Landschaft, während interessanterweise die Mauersegler eher in einer Stadtlandschaft vorkommen. Die haben quasi ganz verkümmerte Beine, die haben eigentlich keine Beine mehr, die brauchen ganz hohe Abflugorte, die Mauersegler, um Schwung nehmen zu können, um wirklich also abfliegen zu können, abdriften zu können. Ich habe einmal in einem ganz heißen Sommer in Braunschweig einen Mauersegler hoffentlich gerettet. Hat lange gedauert, um Mitternacht kam dann jemand vom Tierheim, der war am Boden gelandet. Und die können nicht wieder aufsteigen, wenn die einmal am Boden sind. Ja. Die verbringen wirklich ihr Leben, kann man sagen, im Flug. Luft, ja. Und ja, die brauchen vor allem älteren Gebäuden, man kann es aber auch mit Unterstützung des NABU zum Beispiel an neuen Gebäuden aufrüsten quasi, ganz kleine Nischen, winzige Nischen nur, während die Schwalben, wie wir wissen, ja mit ihrem eigenen Speichel eigentlich ihre Nester bauen, ja, oder aus Lehm ihre Nester bauen. Und es ist übrigens ein Trugschluss zu sagen, dass also die reine Wildnis, die sozusagen vom Menschen vermeintlich nicht angerührte Landschaft, die meiste Biodiversität, die größte Vielfalt hervorbringt. Es ist die agrarische Landschaft, tatsächlich die extensiv bewirtschaftete Landschaft, wie sie der Wolf noch kennengelernt hat, ungefähr um 1800, als Beethoven die Pastorale schrieb. Da hatten wir, so sagen es die Biologen, die größte Biodiversität in Mitteleuropa. Ja, und da sind auch natürlich die Mauersegel noch mit eingewandert, die eigentlich Felsnischenbewohner war. Ich habe tatsächlich in Duino die größte Anzahl, den größten Pulk, das ist also auch wieder ein Begriff, den die Ornithologen auf diese Ansammlung von Mauerseglern verwenden. Pulk, das ist der Begriff, den Wolf hier aufgreift, gesehen. Rilke konnte das nicht, weil er im Winter in Duino war, aber das ist also auch wieder mit Rilke für mich verbunden. Und natürlich dieses Onomatopoetische, das schrille Schrie, 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 ne, wie er also mit Assonanzen und Alliterationen hier arbeiten kann. Dann kommen wir auf diese Zeile, Sie haben es vorhin mit dem erotisiert gehabt, die Zeile, die er selber offenbar, mit der er selber nicht ganz glücklich war, stromlinienförmig gestylt. Und die Widmungsträgerin, die muss ich jetzt erwähnen, Helga Brunnemann, ich weiß nicht, ob sie im Publikum ist, es war eine Nachbarin von Wolf Kirsten, die in der Community der Mauersegler, Retterinnen und Retter, eine ganz wichtige Rolle spielt, deutschlandweit. Sie hat ein Manual, eine Art Handbuch geschrieben, wie man Mauersegler retten kann. Und ich glaube, sie war eine ehemalige Ärztin, ja, oder ich habe Mikrobiologin, die also um die Ecke von Wolf Kirsten wohnte und gestrandete Mauersegel, selbst solche, die sich die Flügel verletzt haben, wieder aufzog und von denen sie wusste, dass sie nie wieder fliegen können, die hat sie wirklich bis zum Tod begleitet. Ja, also unglaublich. Und also man muss wirklich sagen, die Mauerseglerdichte in Weimar ist Frau Brunnemann mit zu verdanken. Ja, es gibt Städte, also auch im Literaturhaus, als ich vor 2 Jahren in München war, wie hieß die Kollegin dort, wir schauten uns die Mauersegler an, ich war auf einem Workshop dort. Katrin Lange. Und sie sagt, es werden immer weniger. Ja, also in München müsste man auch mal wieder was tun. In Leipzig sind es auch nicht so viele, also da müsste man eigentlich auch einschreiten. Da bedürfte es eines Wolf für andere Sachen auch, auf jeden Fall. Und für mich ist das auch ein großes Gedicht, weil es eben auch in Zwiesprache tritt mit einer Weltpoesie der Ornithologie. Das muss man auch noch mal
dazu sagen, es gibt von René Char ein Gedicht auf den Mauersegel und den Martinet, wunderbares Gedicht. Montale, Il Rondone, da geht es auch um einen Mauersegler, der von der Haushälterin des lyrischen Ichs gerettet wird. Und gibt einen englischen Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der jetzt im Zuge der Ökopoetik wiederentdeckt worden ist, den man, ich weiß gar nicht, ob der Wolf ihn wirklich kannte, den man als Wahlverwandten von ihm nennen könnte, wie er überhaupt. Also ich denke auch bei Wolf, seit ich die Gedichte auch von Shemes Heaney kenne, immer an Shemes Heaney, wo auch dieses agrarische Wissen immer einschlägt. Das ist, was für Wolf die Annette von Droste-Hülshoff war, sicher die größte deutschsprachige Dichterin des 19. Jahrhunderts. Und er hat sie wirklich hochgehalten und ganz genau gelesen. Das war für Leute wie Shemes Heaney, John Clare, von dem gibt es jetzt erstmal, ich darf nicht mehr vorlesen, ne? Weil dann lieber nicht. Tut mir leid, aber wie gesagt, wir haben das Ganze wunderbar auch angekündigt. Ja, genau. Aber herzlichen Dank. Und was Wolf nicht geschafft hat, mir beizubringen, das hast du jetzt geschafft. Ja, den Unterschied Dank, lieber zwischen, Christoph, na, ja. Nämlich den Unterschied zwischen Schwalben und Mauerseglern. Aber wir haben noch eine Buchvorstellung. Jens Fietje Dwars in seinem Verlag ist die Sammlung nachgelassener Prosa von Wolf Kirsten vor einer Woche fertig geworden. Ja. Und er wird uns jetzt noch über dieses Buch etwas erzählen. Vor einer Woche angeliefert. Ich habe auf dem Rücken geschrieben, und das ist vielleicht die Möglichkeit, es knapp zu fassen, Wolf Kirsten verstand sich zeitlebens als ein Landschafter. Dichtung hatte für ihn die Welt nicht zu verschönern, sondern ihre spröde, verletzliche Schönheit mit nüchternen Worten so präzise wie möglich zur Sprache zu bringen. Diese Kunst der genauesten Benennung, in widerborstigem Duktus, die sich umso tiefer einprägt, je weniger leicht sie sich konsumieren lässt, zeichnet auch die vorliegenden späten Nachlasstexte aus, mit denen Wolf Kirsten spielerisch pendelnd zwischen Essay und Erzählung noch einmal in die Landschaft zurückkehrt, die ihn hervorgebracht hat, die Erde bei Meißen. Und das wurde vorhin schon angedeutet. Ich muss leider für die Versammelten sagen, dass Weimar nur ein Nebenschauplatz dieser Texte ist, woran man dann halt merkt, dass es die Abrundung auch eines Lebens ist und man dann doch näher an das noch einmal erinnert, was uns allen wohl so gehen wird, dass die Kindheit plastischer hervortritt. Aber ich sagte ja, pendelnd oder spielend zwischen Essay und Erzählung. Es sind teilweise wirklich Erzählungen, teilweise sind es mehr essayistischen Charakters, autobiografische Prosa. Ich will nur andeuten, alles das, was heute gesagt wurde, kehrt dort wieder. Parteinahme für die Entrechteten. Da haben wir einen Text, zum einen einen Text, die Tante aus Kutno. Da erinnert sich Wolf Kirsten, dass er als Kind von den schrecklichsten Dingen des 20. Jahrhunderts aus dem Munde einer Tante nachts ein Gespräch gelauscht hat. Was das ist, mögen Sie selber erkunden. Der Verschollene ist die Geschichte eines fast Gleichaltrigen, der mit 15 Jahren, 1945, verhaftet wird, weil er mit vorgestreckter Pistole oder Gewehr gezwungen wurde, teilzunehmen, quasi als Kind, als Landsturm an der Erschießung von sogenannten Ostarbeitern. Und er wird dann verhaftet, natürlich unter dem Verdacht des Werwolfs, dem angehört zu haben. Und es beginnt eine Odyssee durch Gefängnisse. Und die Mutter versucht herauszubekommen, wo er denn ist. Und Wolf Kirsten setzt quasi diesem jungen, geendeten Leben, denn dieser Junge wird dann erschossen von der sowjetischen Armee und versucht ihm nicht ein Denkmal, doch ein Denkmal im wortwörtlichen Sinne, dass man nachdenkt und ins Nachdenken gehört, mit welch unterschiedlichen Maßen Schwerstverbrecher, Verantwortliche für die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und Kinder
die am Ende dort hineingezwungen wurden, wie verschieden damit umgegangen wurde. Ich mache es dann kurz, es gibt auch eine richtige Erzählung, die ist im Palmbaum erschienen, Nachtfahrt, wunderbar. Er fährt also mit dem Fahrrad als junger Mann nach West-Berlin, will offensichtlich in den Westen gehen, aber ein Polizist dort sagt, ach Junge, fahr mal wieder zurück, das ist nichts für dich. Und die Rückfahrt wird ein noch schlimmeres Abenteuer. Dann gibt es den Marathonläufer, das ist auch solch eine gebrochene Existenz. Und ganz kurz vorlesen, weil ich habe es mit der Leichtigkeit heute, möchte ich Ihnen etwas aus der Geschichte, das Uhrmacherhaus. Im Uhrmacherhaus lebte ein Schneidermeister, der war Meister, Trobella war also ein Meister des Erzählens. Und nur ganz knapp und kurz ein Ausschnitt daraus. Im Uhrmacherhaus ging es zu wie in einem sich teilenden Bienenstock kurz vor dem Gewitter. Und es ist jetzt der Moment, bevor die Sowjetarmee eintrifft. Die Meisterin, also des Uhrmachers, rief alle Hausbewohner herbei, suchte alle Hämmer und Hackebeile zusammen, die irgend aufzutreiben waren. Der Laden und die hinteren der Kundschaft verborgenen Gemächer waren mit Hitler- und Nazi-Devotionalien aller Art gefüllt, ja, regelrecht vollgestopft. Wohin bloß mit diesen Ergebenheitszeugnissen? Plötzlich, zu plötzlich, waren sie verräterischer, belastender Krempel geworden, zu politischem wie merkantilem Unrat mutiert, während sie noch vor wenigen Tagen gerade durch den Durchhaltewillen und Glauben an den Endsieg zu demonstrieren hatten. Das ist ja das Furchtbare. Ne? Eben muss ich noch zeigen, wie hitlertreu ich bin. Und in einer Sekunde danach habe ich der Gegner Hitlers seit Ewigkeiten zu sein. Und tatsächlich, er wäre zu früh verschwunden, dieser Krempel. Und tatsächlich hatte man in solch fromm gebräunten Geschäft auch gar nicht für möglich gehalten, dass die Verhiesenen 1000 Jahre schon zu Ende waren. Nun aber hurtig Hand anlegen, Hitlerköpfe spellen, bis hin zur Unkenntlichkeit verstümmeln und ab mit dem Müll in die Aschengrube im Hinterhof. Aber das indefinite Material, ein durables Gemisch, erwies sich als unerwartet störrisch und zäh. Es widersetzte sich hartnäckig den Hammer- und Beilattacken grund genug, allen an der Vernichtungsaktion Beteiligten den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben, Anstecknadeln, Abzeichen, der ganze Kleinkram, all das, was sich unter Geperle subsumieren ließ, wurde in die Schlotte gekippt. Ein Verbundsystem von Tonrohren, das in die Jauchegrube mündete. Der Hinterhof wurde zum Schlachtfeld. Befehligt von der Frau des Hauses, die ihren Mann vertrat und stand. Beilung, Beilung, rief sie immer wieder. Jeden Moment können die ersten Russen im Laden stehen. Uhren und Wecker mussten samt musealen Schaustücken waren längst in sichere Verstecke befördert worden, hoffentlich unauffindbar. Schon gab ein immer deutlicher zu vernehmendes Kettengerassel das Zeichen, die Demolierungsaktion schleunigst zu beenden, den erst halb massakrierten Hitlerfiguren in diversen Größen. Alle Preislagen außer Kurs gesetzt, wurden von Schneidermeister Trobella ein Grab in der Aschengrube geschaufelt. Kaum war die letzte gesinnungsbezeugende Reliquie mit mehreren Schaufeln Asche und Unrat bedeckt, meldeten sich die ersten Russen. Der Bedarf an Uhren muss enorm groß gewesen sein, denn die Befreier beriemten sich die Unterarme damit dicht an dicht. Erst später sollten andere Trophäen hinzukommen, die zu Inkunabeln des Sieges aufstiegen. Hitler und einige seiner Paladine hatten sich umgebracht. Die Abbilder und Insignien der Machthaber waren in Hebestreits Aschengrube verbuddelt worden. Schneidermeister Trobella konnte erzählen. Immer so, als wäre unser einer am Ende selbst dabei gewesen. Sozusagen das i-Tüpfelchen dann auf diese wunderbar spröde, schöne Prosa sind Kaltnadelradierungen, wo man dann schon wirklich kongenial sagen kann, von Susanne Theumer, jüngere Frau, 76 geboren in Halle, die aber
das Grau von Kaltnadelradierung zum Leuchten bringt. Und das ist etwas sehr Seltenes. Und wir haben 10 solcher Kaltnadelradierungen ausgesucht, die den Band bereichern im wirklichen Sinne. Und es gibt dann auch eine Vorzugsausgabe, wo dann diese beiden wahlweise Kaltnadelradierungen, das ist die Radierung zu Verschollen, sie heißt Trauer. Und das hier ist ein Garten und der Garten gehört zu einem Steinmetz und dessen Geschichte lesen Sie selbst. Danke. Zu erwerben bei der Eckermann Buchhandlung, die da vorne einen Stand aufgebaut hat. Und bevor wir jetzt aufhören, wollten wir noch gerne einen Wulf Kirsten, nicht frankophon, sondern einen italienischen Wulf Kirsten hören. Gut, gerne. Ja. Ich lese einfach die Übersetzung von Verlorene Sätze. Ja. Dem Gedicht mit den Kirschen. Mit den Kirschen, genau. Ja. Und einer leicht veränderten Fassung, aber die auch erschienen ist in einem Band, den Gerd Kaiser herausgegeben hat. Frasi perdute. Un tempo, sì, un tempo, amico mio, quando ogni albero d'inverno si fasciava di trecce gialle, viali interi infagottati nel fieno, bande di calce accuratamente pennellate a mano, ai margini del villaggio i baracchini per la vendita delle ciliegie, leggera come una piuma doveva essere la scala, è interminabile. L'ultima traversina oscillante e vertiginosamente appoggiata, acrobata, poffarbacco, senza spettatori, sospeso senza appigli in eterei spazi o su per giù, in ogni caso. Guai se non avesse retto proprio il ramo su cui il funambolo aveva fatto affidamento. Oswin, un tale dell'albergo dei poveri, sterrava i fossati, con occhio infallibile marginava viottoli in paese e fino alla carrozzabile. Spingeva innanzi il suo carretto, appoggiava le 3 scale su cui salivo io, a capofitto nell'autunno spumeggiante che a piene mani ci bersagliava di frutti. Oswin, non un solo albero era di sua proprietà. Un tale dell'albergo dei poveri, spinto il carro, brandito la zappa, autunno dopo autunno appoggiato scale, 1001 ben piantate e angolate. Mai una volta che si fosse tirato indietro prima di un'ascensione sull'albero più alto. Alla 1002 la morte lo ha colto in cima. Oswin, insieme alla sua scala, precipitato fuori dalla vita, non un coglitore in vista che abbia il fegato di emulare i tuoi volteggi nell'alta ramaglia. Non c'è carne che non finisca in erba. Ai bordi del sentiero, gli alberi, oh, come dileguano in una litania di frasi perdute. Lyrik und Literatur wären langweilige Angelegenheiten. Und wie unterschiedlich die Gedichte klingen in Französisch, in Deutsch und in den unterschiedlichen Sprechweisen. Ich fand es wunderbar und bedanke mich herzlich. Ich bedanke bei Ihnen allen mich dafür, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn es Ihnen so heiß wird, man kann in der Ilm, gibt es eine Badestelle unterhalb des römischen Hauses, habe ich mir sagen lassen. Voller Nymphen und an der Biegung, aber neben der Duxbrücke. Genau. Also, herzlichen Dank. Wir brachten die Aufzeichnung einer Gedenkveranstaltung für den im Dezember 2022 verstorbenen Dichter Wulf Kirsten im Rahmen der Lesarten Weimar 2023. Christoph Schmitz-Scholemann sprach mit Pia Elisabeth Leuschner, Eduardo Costa-Dura, Stefan Michaud, Jan Volker Rönert und Jens Fiedje-Dwars über die Poesie Wulf Kirstens. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2023 im Rahmen der Reihe Literaturland Thüringen im Radio mit freundlicher Unterstützung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen.